Cheddarbait, Winter. Passt das? Passt. So gesunder Schneeregen mit Flocken, halt so groß wie Hühner. Alles super. Einfach ein Kacke-Montage. Flecke lang den Jerk. Scheiße. Shit. Jetzt take up. Sehr schön, Hannes. Gejettet. Wollen wir mal den Fisch angucken? Hat nicht lange einmal gejettet. Jeder Schotte würde sich richtig zu Hause fühlen bei dem Wetter. Ein Gigant. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Sportsfreunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Barschalam. In dieser Episode fische ich mit Haki. Wetter auf einem der tollsten Plätze, immerhin auf einem der schönsten Boote, auf einem der schönsten Fische der Welt. Der Boddenhecht soll es werden. Oh. Nicht im Ernst. Alter. Ah. Oh. Ein so geiler Nachtläufer. Leute, schön abgedreht. Das ist Winterangeln. Jetzt gehen wir mal richtig ins Flache. Also das Wetter ist eine 1 mit Sternchen. So ein gesunder Schneeregen mit Flocken, halb so groß wie Hühner. Alles super. So, Haki hat jetzt gerade einen Fehlbiss. Wo ist denn der Zahn? Den Zahn habe ich schon weggeschmissen. Ja. Deswegen habe ich doch gerade die Kamera angeschaltet für den Zahn. Ja, das ist der Zahn aber weg, Hannes. Zahn weg. Los, weiter angeln. Oh Mann! Wir haben wenig Zahn. Da seht ihr ihn. Habt ihr es gesehen? Man sieht die Nachläufer schon von sonst. Es ist so geil. Jo, der eine oder andere wird sich jetzt fragen, Chatterbait, Winter, passt das? Passt. Aber wir erklären euch das alles noch. Jetzt fangen wir erstmal noch einen Fisch. Wobei man sagen muss, dass auch aktuell, das war, also Haki und ich haben gestern schon geangelt. Und da hat dieser Gambler in dieser Naturfarbe schon die meisten Bisse gebracht. Von 5 Bissen haben wir gestern allerdings auch nur einen Fisch rausgekriegt, oder von 6. Das soll heute besser werden. Warum? Damit es einen schönen Film gibt. Die sind so steif und kalt. Ich kann sie nicht mehr bewegen. Es ist grauenvoll. Man muss das mögen, Digga. Ich mag's. Ich mag's ehrlich gesagt lieber als Sommerangeln. Die Gefahr, dass man in unserem Alter bei so einem Angeltag stirbt, einfach auf dem Boot, ist so groß schon. Das darfst du nicht sagen. Doch. Nein, Quatsch. Oh, ja, 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 ja. Den hat schon ein paar Mal arg erwischt. Das ist eindeutig großer Hecht. Hat ihn so gehabt. Von hinten, also von hier. Ne? Der hat ihn fast aufgerissen. Das muss ein unfassbar großer Fisch. Der hat ihn komplett entschuppt. Jedderbait läuft nach wie vor. Da brauchen wir mal die Zange hier. Besser knapp gehackt als gar nicht. Funktioniert ein wenig. Ich jerk ihn ganz langsam, damit er nur unter dem Oberflächenfilm läuft, sofort bis gab. Da! Und da hängt er. Okay, und ich bin drauf. Einfach auf den. Wirklich ganz doof gedacht, jetzt einfach mal ein bisschen Geräusche mit reingebracht. Einen schwimmenden Crank, der einfach, der 3 Meter läuft. Und den einfach nur mit der Rutenspitze so gezupft, dass er einfach leicht die Wasseroberfläche durchbricht. Direkt auf dem Wurf 3 Bisse gehabt. Da ist er. Drilling natürlich oben. Wunderbar. Das ist ja eine ganz wunderbare Stellung zum Anlanden. Da freut sich doch jetzt gar nicht sein. Direkt Angler zu Tode. Na, guck, ein hübsches Kerlchen, du. Jo. Hängt der? Jo. Gut.
Ja, tatsächlich hängt der mal am, nee, auch am Drilling. Hängt auch am Drilling. Perfekt. Gut. Freut er sich. Freuen wir uns alle. Gut. Macht Laune. Wie ihr alle wisst, Chatterbaits erzeugen eine extreme Vibration. Diese Vibration schalte ich quasi vor meinen Gummifisch, habe somit einen Lockkörper noch vorn dran. Den Chatterbait fische ich, weil wir tatsächlich in Wassertiefen von, sage ich mal, 30 bis 90 Zentimetern, teilweise auch mal 1,5 Meter fischen. Viel Kraut ist am Start und ich wollte ein bisschen Wurfweite haben, deswegen habe ich so 10 Gramm, glaube ich, wiegt der, vorgeschaltet. Und das Schöne am Chatterbait ist, dass durch die Blade, die da, oder das Blättchen, das vorgeschaltete, habe ich halt einen höheren Einzugswiderstand. Je mehr Einzugswiderstand so ein Köder hat, desto flacher läuft er. Und das Blättchen drückt auch noch ein bisschen das Kraut weg, sodass er nicht ganz so oft hängen bleibt. Und so kann ich dieses Ding halt im Flachwasser perfekt führen. Hab Wurfweite, Lockwirkung und die nötige Lauftiefe. Perfektes System, funktioniert astrein. Wie ihr alle wisst, bin ich auch ein großer Fan davon, die Gummis beim Swimbait-Angeln an den Offset-Haken anzuködern und einen Drilling zu installieren. Den Offset-Haken benutze ich nur, um den Köder zu halten. Der hält den halt bombenfest und so kann ich auch meine weichen Gummis gut fischen. Und der Drilling löst dann aus, beziehungsweise löst nicht aus, sondern verhaftet die Fische. Und genau dasselbe System habe ich jetzt bei meinem Chatterbait gemacht. Alter. Haki hat im Hintergrund schon wieder einen Biss. Köder angebaut, der noch beschissener lief. Ich habe mir Chatterbaits gesucht von Siemen, glaube ich, sind sie, die eben einen Offset-Haken haben. Der Offset-Haken hält den Köder, soll gar nicht auslösen. Und fangen tut den Fisch dann ein Drilling. Zeige ich euch mal. Da kann man den Stinger einfach so einschlaufen. Geniales System. Nicht dafür gemacht, aber perfekt dazu missbraucht. Ich habe ein bisschen experimentiert mit der Drillingsposition. Hatte mit kurzen Drilling gefischt, mit langen Stinger gefischt. Und irgendwie scheint es mir, dass der längere Stinger mehr Fische greift. Scheinbar verfolgen die den tatsächlich, attackieren nicht die Blade, sondern den Gummifisch, schieben sich dann von hinten drauf. Deswegen der längere Stinger. Als Trailer hat sich am besten herausgestellt, wo ist er? Jener. Der 6,5er Gambler ist relativ steif, hat nicht besonders viel Eigenaktion dann, der wedelt so ganz schwach hinterher. Genau die richtige Aktion für den faulen Winterhecht. Hier treffen also viel Vibration von vorne auf eine schwache Vibration im Schwänzchen. Und Haki? Ich habe es doch gehört. Drei Würfe, drei Büsse, Digga. Haki, ich glaube es doch gar nicht. So, das ist jetzt perfektes Jobsharing. Ich mache den Erklärbär. Haki fängt Fisch. Was ist der dicke? Guck dir den mal. Ist das ein dicker Morbid? Boah, herrlich. Ist das ein hübsches Tier? Das ist Rick. Chatterbait. Da ist der Kollege. Kommt er an. Wunderbar. Wunderbar. Oh, super Fisch. Schönes Tier. Das ist eine Granate. Zum Thema Köderführung beim Chatterbait. Ich versuche den so langsam wie möglich zu führen, gleichzeitig aber so, dass der Schaufelschwanz vom Gummifisch gerade sich noch bewegt, dass der noch vibriert und so knapp wie möglich unter der Gras, über der Grasnarbe hinweg. Die Fische liegen da unten faul rum. Wenn ihr euch die näher anguckt, werdet ihr sehen, da ist der eine oder andere Egel unten dran. Bedeutet, Fisch liegt. Deswegen
sollte man vielleicht nicht irgendwie 3 Meter drüber wegfischen. 3 Meter geht ja gar nicht, weil wir so flach fischen. Aber ich versuche so nah wie möglich am Fisch zu sein. Und wenn ich jetzt nicht das Gewicht vom Chatterbait wechseln will, dann habe ich die Möglichkeit, unterschiedliche Lauftiefen zu erreichen, zu erzielen, indem ich entweder schneller kurbel oder langsamer oder aber den Neigungswinkel der Rutenspitze verändere. Aufgestellte Rute läuft er flacher, abgesenkte Rutenspitze läuft er, dreimal dürft ihr raten, tiefer. So einfach ist Chatterbait-Angeln auf Hecht im Winter, im Flachwasser. Ja, Höllenflachwasser, keine andere Möglichkeit mehr gehabt. Den Gummifisch nur in den Einhänger eingeklinkt, ohne alles und direkt in den Einhänger auch Drilling. Also wirklich so die letzte Chance, um dem Kraut fern zu bleiben und direkt an der Oberfläche. Egal, guck. Guckt euch an. Wenn das. Schwupp. Funktioniert aus der Not heraus. Keine Möglichkeit mehr, dem Kraut fern zu bleiben. 30 cm Wassertiefe. Was willst du da machen? Das ist die geilste Puff. Funktioniert. Zweiter Wurf. Würdet ihr drauf beißen? Bestimmt, oder? Spektakulär aus. Läuft nicht. Er sagt noch, läuft nicht. Hammerbiss wieder an der Oberfläche, da seht ihr den Strudel noch. Unglaublich. Januar Fischen Topwater. Wer hätte das geglaubt? Jo. Du geglaubt? Niemals, oder? Niemals. Topwater? Die Hacki. Den einfach eingeklickt. Die Hacki-Montage. An der Oberfläche lang gejerkt. Im Januar. Unglaublich. So richtig Topwater? Okay, unter der Oberfläche. Aber den habe ich an der Oberfläche walk the dog geführt, quasi. Bumm, weg ist er. Januar, bitterkalt. Also da müssen wir nochmal die Verhaltensweise der Hechte überdenken. Mal die Popper auspacken beim nächsten Popper, Trip. Genau. Morgen. Ah. Böse überbissen. Da war er dran. Aus. Oh, funktioniert. Wer hätte es gedacht? Easy Shiner. Easy Shiner, ne? Rechts gejerkt, links gejerkt, an der Oberfläche, bumm. Hammer. Nummer 80er, ne? Nachdem jetzt, glaube ich, der vierte Hecht irgendwie auf deinen Super Rig eingestiegen ist, lohnt es sich doch fast, dass du uns das mal erklärst. Ja, alles, was mit Blei und großen Drillingen und so weiter zu tun hat, geht einfach in dem flachen Wasser. Zu schnell, zu doll unter. Und den Köder kann ich hier an der Oberfläche bzw. so noch 20, 30 cm darunter einfach halten. Der schwebt quasi, der kriegt ein paar Schläge mit der Rute. Offensichtlich reicht das aus, was der da macht. Also ich finde es optisch grauenvoll. Ich liebe ja den Easy Shiner, aber es ist wirklich eine grauenvolle Aktion. Aber genau das, was sie wollen. Ein bisschen wenig, nicht ganz so doll, nicht ganz so schnell. Und jetzt sind wir mit der Nummer auch ganz weit weg von den ganzen vielen Fehlbissen, die wir gestern hatten, die wir heute zum Anfang hatten, wo Bleiköpfe im Spiel waren oder irgendwelche großen Haken oder sonst irgendwas. Hier gibt es keine Fehlbisse mehr mit und das ist das, wonach wir gesucht haben. Es gibt einen stabilen, ordentlich großen Einhänger, ja, für die Angelei hier irgendwie notwendig. Dann wird der Gummifisch da eingehängt, der Einhänger wird geschlossen. So. Und die Wurfweite sind immer noch 25 bis 40 Meter, je nachdem, ob man ein bisschen Rückenwind hat oder nicht. Also ist nicht so, dass man jetzt damit nicht mehr werfen kann. Ich fische hier eine 20er geflochtene drauf, da saust das Ding ab. Also Hannes, du kannst das ja mal zeigen. Ne? Das ist ja jetzt nicht mehr irgendwie
Also ausreichend. So, und dann einfach gar nicht durchsinken lassen. Auf dem flachen Wasser können wir natürlich sofort anfangen. Dann einfach so ein bisschen klassisch jerken. 1-2 Züge machen, kurz durchsinken lassen. Dadurch, dass der jetzt so unter der Oberfläche schwebt, sind die Bisse natürlich auch spektakulär. Das waren richtig geile Bisse, alle durch die Bank. In der heutigen Tackle-Minute möchte ich euch ein Doppelfeature anbieten. Und zwar geht es um die Routen, die heute zum Einsatz kamen. Einerseits auf meiner Seite eine Baitcaster. Schon lange keine Baitcaster mehr gefischt. War sehr viel mit Stazias unterwegs auf Barsch, aber heute zum Hechtfischen, na klar, muss eine Baitcaster ran. Gerade zum Thema Chatterbait. Ich liebe es. Und wenn ich auf Boddenhechte angel, kann es sich fast nur um die X-Sprite 173XH handeln. Die ist so um die 2,20 Meter lang, hat ein Wurfgewicht bis 56 Gramm und wirft sowohl den 6,5er Easy Shiner Weightless, also ohne Gewicht, als auch den 7,5er Fatswing Impact am 10 Gramm Offset-Haken geschwerten. Die Route ist ziemlich allround. Man kann mit ihr Spinner baiten, Jerk baiten, ganz normal mit dem Gummifisch jiggen, durchkurbeln, Swimbaits und eben den Chatterbait präsentieren. Jerkbaits gehen natürlich auch. Eine wunderbare Route, super leicht, super straff, brutale Bisserkennung, ganz, ganz toll. Kombiniert habe ich diese Route mit einer 201er Zitika, nicht unbedingt die teuerste Rolle, aber sehr gut. Kann ich nichts anderes sagen, habe ich schon seit, glaube ich, 2 Jahren im Einsatz. Läuft, läuft, wirft, macht sich gut. Ja, Haki fischt heute, normalerweise fischt er ja für die Konkurrenz, aber heute hat er sich mal auf eine Yasei Limited Big Softbait eingelassen, ebenfalls eine wunderbare Hechtroute, Wurfgewicht bis 120 Gramm, ist so angegeben, stimmt aber nicht, hat sie nicht, aber ich würde mal sagen, 80 Gramm kann man gut mit ihr schmeißen, aber auch unbeschwerte Gummis fliegen relativ weit, so weit auf jeden Fall, dass Haki heute eine Menge Hechte mit dem Ding rauszahlen konnte. Länge 2,70 Meter, kombiniert mit einer 4000er Rolle. Perfekte Kombo. Ja Leute, ich hoffe, ihr hattet beim Zuschauen genauso viel Spaß wie ich, beziehungsweise wir beim Angeln. Man kann es sich zwar immer nicht vorstellen, aber der eine oder andere guckt ja gerne Angelvideos. Dürfte auf jeden Fall ein bisschen Erkenntnisgewinn auch geliefert haben, das Video. Für mich selber als Angler schon. Das Haki Rig habe ich vorher noch nie gesehen. Und auch mit diesem Chatterbait habe ich so noch nicht geangelt. Beides sehr gut funktioniert. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Schönen Tag euch noch. Tschüss, ciao.